Oh, moin Leute, was ist denn heute? Mittwochmorgen. Marisa und ich sind schon fleißig im Büro. Marisa sortiert heute meine Unterlagen mal der letzten Jahre Selbstständigkeit. Ich bin da eigentlich sehr, sehr ordentlich, aber ich hefte auch manchmal zu viel ab. Das macht die jetzt gerade im Keller. Rudolf denkt sich, ich bin noch müde. Und ich würde gerne raus in den Regen. Willst du mal raus in den Regen? Geh doch, Alter. Ciao, Kakao, ey. So. Und nass, diesig, kalt, es ist unangenehm. Ich habe einfach keine Lust mehr auf dieses Wetter. Leute, ich habe keine Lust mehr. Wer von euch hat auch Lust auf dieses Wetter? Ich würde so gerne Sommer, Sonne, lacht. Ja, was soll's. Ansonsten, Arbeit zieht wieder an. Ich habe gleich auch einen Zoom oder Skype-Call. Geheimes Projekt, aber Maximilian Pollux ist auch mit dabei. Da freue ich mich drauf. Und was liegt noch an? Genau, ich gehe nachher live. Live ist live. Genau, gehe ich jetzt heute live? Ich glaube schon. Ich wollte heute live gehen, morgen muss ich live gehen. Das heißt muss. Morgen möchte ich live gehen, Freitag live gehen, dazwischen noch live gehen und vorproduzieren. Oh Mensch, toll so ein vorproduzierendes Leben. Ja, dann habe ich noch Austausch mit der Schule, Montag Antigewalttrainingstag. Das läuft auch alles, also genug irgendwie zu bedenken. Und da kommt Rudolf schon, weil Regen doch irgendwie blöd. Nee. Noch schnuppert, er guckt, warum es nass ist. Er weiß nicht, von wo es kommt. Ja, jetzt warte ich hier noch. Ach, und ich habe gestern wieder all die Socken geschenkt bekommen. Das ist echt cool. Da freue ich mich drüber. Ich bekomme vielleicht auch noch einen Aldi-Pullover. Das sind ja heiß, heiß begehrte Sachen. Diese Sachen. All die letzten Originale habe ich ja schon. Ja, jetzt warte ich, dass hier der blöde Kaffee durchläuft, Leute. Und Marisa werkelt um und ich muss hier den Kaffee ran schlepper machen. Aber das mache ich gerne. Und dann ist der Tag nachher dann auch schon rum. Ich würde heute gerne wieder in den Sport einsteigen. Ich hatte ja ein bisschen Schmerzen. Es ist leider, ich merke es einfach. Ich werde 44 jetzt dieses, dann komm wieder rein. Ich werde 44 diesen Sommer, was jetzt noch nicht so irgendwie in der Blüte meines Lebens, Schaffenskraft, aber Regeneration und sonst was dauert halt einfach trotzdem länger. Und ich bin anfälliger. Aber genug gejammert, ich warte jetzt auf den Kaffee, Leute. Bis gleich. Wow. Shit, ich habe das Display falsch rum. Marisa, würdest du mir die Tür kurz aufmachen? Dankeschön. Freust dich? Traum. Ja, ne? Ja. Kannst gar nicht, wenn es schon auf Record ist. Ist zu spät zum Meckern. So, hier ist ein frischer Kaffee. Thank you. So, und du sortierst Unterlagen. Ja. Das habe ich schon erzählt. Und hier riecht es schön nach Rauch. Das riecht mir jetzt leider gerade echt gut. Wenn ich jetzt hier reinkomme, ich rieche es ja leider gerne. Aber ich gehe auch raus. Ja, ist kein Problem. Aber ich meine es ernst, es riecht ja gerade gut. Aber ich bin jetzt sozusagen 3 Tage rauchfrei. Mhm. Also ich habe Sonntagmittag, glaube ich, meine letzte Zigarette erstmal geraucht. Also ich versuche in der Woche nicht zu rauchen. Und dann am Wochenende, wenn ich dann schwach werde, vielleicht beim Bierchen oder Sekt, dann... Und meine Zigaretten und Aschenbecher liegen hier. Also ich könnte jetzt dazugreifen, aber habe ich nicht gemacht. Also ich habe jetzt Sonntag, Montagmittag, Dienstag, Mittwoch. Also habe ich jetzt 3 Tage. Und vermisse es jetzt nicht so, aber jetzt, wenn Marisa dort raucht, dann riecht's nicht schlecht. Das ist es halt. Weißt du, es schlägt ja ganz schnell um. Eine riecht ja mal ganz gut, ne? Mhm. Aber wenn nachher 5 Leute rauchen, dann das ist mir zu doll. Eklig. Aber es ist ja, selbst wenn wir aktiv rauchen, finden wir es eklig. Ja, genau. Also Kneipe, wenn da so viel. Ja, das ist mir zu doll dann manchmal. Ja. Aber so jetzt, diese eine riecht jetzt hier gut. Okay. Ja, bis der Rauch dann gleich abgekühlt ist wieder. Also Leute, wir machen jetzt Büro weiter. Ich habe euch ja eben schon ein bisschen was erzählt. Und dann habe ich gleich auch um 11 meinen nächsten Termin. Oh, das war eine kurze Sequenz. Da habe ich den Maximilian heimlich abgefilmt. Tut leid, Digga. War ein guter Call. Gott, wie sich das mal so anhört. War ein guter Call, Meeting, Jour fix.
Warum sagt man nicht einfach fester Termin? Und ja, Mensch, wir haben uns gut zusammen telefoniert, war ein cooler Treff. Gott, ich kann das gar nicht mehr auf Deutsch alles hinkriegen. Nein, sehr, sehr gut. Ich habe dann auf unseren Außenkameras gesehen, dass man wie so mit den Hunden gehen will. Da habe ich ihr schnell geschrieben, ich komme auch mit, damit ich mich auch bewege. Und wie gesagt, raucht. Get Raucher, ey, so ekelhaft Raucher. Und Raucher sind ekelhaft. Und was? Nicht rauchen? Oh, das raucht, das nicht. Raucher ist schon lange durchgezogen. Ja, ich habe ja auch erst mit Mitte 30 angefangen. Und ich habe als Jugendlicher ja auch mal so versucht zu rauchen, habe es gleich wieder aufgegeben. Also das Rauchen, was? In der krassen Phase? Nein. Nein, Rauchen fand ich schon immer blöd, bis ich dann selber geraucht habe. Aber ich habe ja in meinem Leben, vielleicht die Zeit im Knast geraucht. Ja. Und da auch nicht. In der ersten Haftzeit habe ich dann angefangen, dann kam ich auch raus, habe sofort wieder aufgehört, weil ich das ekelhaft fand irgendwie. Okay. Und dann haben wir ja wieder, dann habe ich wieder angefangen in der zweiten Haftzeit. Da habe ich komplett durchgeraucht. Ja, auch im offenen Vollzug und so. Danach dann weiter geraucht und dann habe ich ja gedreht, dann bin ich auf feste Zigaretten wieder. Gedampft hast du. Und dann habe ich gedampft, dann habe ich aufgehört. Mhm. So, und dann haben wir wieder angefangen während Corona. Dann haben wir jetzt, rauche ich jetzt wieder seit Corona 2 Jahre. Fast. Oder ja, 1,5. Ein bisschen über 1,5. Oh, den kennen wir ja. Ich grüße Sie. Den Hund kennen wir doch. Und ja. Also ich muss sagen, so jetzt fehlt es mir gerade noch nicht. Eben haben Sie sich schon drüber lustig gemacht in dem. In dem Gespräch mit Maximilian Pollux hat Maximilian sich lustig gemacht über mich gemacht mit meinem Rauchen, falls wir mal was zusammen machen. Und da habe ich gesagt, hey, egal, ich rauche nicht mehr seit 3 Tagen. Wir waren uns alle ganz erschrocken. Ja, auf jeden Fall ist es so, fällt mir das mit dem Rauchen leichter wie mit dem Futtern. Ja. Ja, meine Zuckersucht ist bedeutend größer. Das hier ist jetzt so... ich habe jetzt aber so das Gefühl, habe ich heute Morgen schon gesagt, als wenn man jetzt schon so, man hat ja diese Bilder schon mal gesehen, die Lunge soll sich ja schon selbst, wenn man aufhört zu rauchen, schon nach einer Woche, 2 Wochen ein bisschen besser aussehen, ne? Okay. Das soll ja, die Lunge soll das ja sofort abtragen irgendwie. Ja, und so habe ich auch irgendwie das Gefühl, also ich kann jetzt nicht sagen, ich sage 3 Tagen habe ich jetzt irgendwie besser Luft, das wäre ja total gedüst, aber es ist so, ich habe so das Gefühl, ich huste das jetzt auch schon so, wenn ich jetzt huste, will die Lunge das loswerden. Ja. Finde ich irgendwie spannend und ich würde es mir selber gönnen, dass ich das schaffe. Und natürlich darf man nicht vergessen, das Geld, das ich spare. Wenn du darüber sprichst, dass du im Monat irgendwie 250 Euro voraus oder 200 Euro voraus, das ist eine Menge Geld. Und dann noch, wenn beide rauchen, das Geld, das investiere ich in was anderes vielleicht in Zukunft. Oder ich rauche morgen wieder, wer weiß. Hier wir, wenn wir essen gehen. Aber ich hänge. Ich bin gleich noch am Sandsack dran. Denkt dran, Zeck Plus, Philipp 10, könnt ihr sparen, Hashtag Werbung. Ich habe jetzt eben hier Liegestütz gemacht, Bauchtraining, Bizeps und ja, ist wieder schmerzfrei möglich. Ich versuche ganz locker reinzukommen, also halbe Stunde, vielleicht heute 35 Minuten mit Sandsack. Das muss reichen, Leute. Und Marisa und Jordan wollten mich zum Essen einladen, ist aber ohne tagesaktuellen Test nicht möglich, aber wenn wir Lübeck in die Innenstadt fahren, wenn ich schon die Möglichkeit habe, dass ich eingeladen werde. Wenn die beiden sagen, sie wollen mich einladen, dann nehme ich das auf jeden Fall an. Und wenn ich das heute mich nicht annehme, dann verfällt das vielleicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, das jetzt zu klären. Da, jetzt hat Marisa das gehört, die müsste jetzt gleich um die Ecke kommen. Sie darf eigentlich die Tür nicht öffnen, weil Jordan war hier auf Toilette. Und da ist sein Klo und er hat... zwar Fenster aufgemacht zum Lüften nach und dann hat er aber auch gleichzeitig in meinen Flur gelüftet. Manchmal denke ich, der verwest von innen. Ja. Und jetzt diskutieren wir darüber, ob wir Stadt fahren. Und ja. Ich habe die Kamera an, nicht, dass du dich erschreckst. Oh Gott. Ich habe gesagt, dass ich von euch jetzt vielleicht zum Essen von euch eingeladen werde heute. Ja, wollen wir dann Stadt machen? Ja, gerne. Aber Jordan auch. John möchte gerne mit, ja. Ja. Ja, willst du was raussuchen? Eigentlich könnte ich gehen mit deinem Wunsch nach. Na, mir ist es egal. Wir sind da oben am Griechenland und haben so gedacht, oh, das riecht so gut. Ja, schade. Ja. Ja. Auch Genesene bräuchten auch einen Test. Ja, ich habe ihn gefragt. Ich habe gesagt, so. Ja. Ja, sagt er, sicherer ist mit Test.
Oh, macht's auch kompliziert alles, ne? Dann willst du sogar wieder fahren, ne? Ach, das wird gehen. Dann testen. Ja, wie lange dauert der Test? 15 Minuten, also die sagen ja 15 bis 30 Minuten. Hm. Ihr seht, wir überlegen, also Grieche wäre ja auch was hier oben, ne? Ja. Wäre halt einfach, ne? Ja, ich glaube nur, wenn ich jetzt wieder anrufe, die hatten schon so kaum frei. Also ja? Frei. Hm. Ja, oder Stadt auf gut Glück. Ja, würde ich auch sagen. Gut. Dann buche ich uns jetzt einen Termin. Schön, dass ich meinen Leuten nicht abgesagt habe. Peinlich. Sehen wir das? Ja, bestimmt. Ach, Mann, mach ich auch, was du dir Gedanken machst. Aber kannst du mich gleich mit eintragen? Ja. So, ich muss jetzt noch an Samstag ran. John muss ja nicht, ne? Nee, als 12-Jähriger? Nee. Bis 14, ne? Schulbescheinigung, genau. Ach so. Ja, 18:30 den Test in der Stadt? Das schaffen wir doch. Ja. Ich gehe jetzt an Samstag ran. Okay? Ja. Gut, dann schmeiß ich dich raus, Marisa. Hä? Mach doch Samstag, ich mach hier doch nebenbei. Nee, ist letzter Termin. Ach so. Nee, mach weiter. Geht? Also kriegen wir einen Platz zum Testen? Uhr geht. Okay, so, ich gehe an Sonntag, Leute, bis später, ich nehme mich mit. Also, ihr glaubt nicht, was ich heute gefunden habe. Also, die Leute, die uns ein bisschen gucken, die wissen, dass wir ja einen Zauberstab haben, den wir hart abfeiern. Nur leider ist er schon ein bisschen angebrochen. Und da haben wir schon im Internet geguckt und wollten diesen Zauberstab nachbestellen, gibt es nicht. Weil gibt es nur in irgendeiner Zeitung von einem Jahr oder so. Dann war ich eben gerade oben einkaufen bei Netto und dann finde ich diese Zeitung mit diesem Zauberstab. Ich habe mich, ihr müsst, kann man das so sehen, ich habe mich hart gefeiert. Ja, ich mache jetzt mit euch Unboxing, oder wie heißt das immer bei den ganzen Unboxing. Influencern? Unboxing, ja. So, wartet. Also wir haben die Zeitung Disney-Prinzessin, muss ich natürlich dazu erwerben. Und also auf diesen Zauberstab wurde auch schon ganz viel Geld geboten, ne? Das musst du dazu sagen. Es ja? Gibt, ja, 50 Euro wurden mir schon geboten. 50? Ja. Weil die noch ein bisschen in die Höhe gehen, ne? Genau, und deswegen habe ich gesagt, dieses Ding ist so legendär und dass der jetzt hier irgendwie schon angeschrottet ist, ist ja doof. Also, oh nein, ich glaube, ich muss erst Batterien reinmachen. Ihr müsst ein paar mehr holen. Oh, verdammte Kiste. Soll ich Batterien holen? Nee, hole ich selber. Aber wir machen gleich weiter. Mach mal kurz Stopp. Wir zeigen es gleich. So, Batterien sind drin. Wir machen jetzt mit euch die Probe. Was uns gerade eben aufgefallen ist, ist der Oberkracher. Philipp sitzt hier hinter uns. Und dann sage ich, Philipp, du, die Zeitung ist von 3/2019. Ohne Scheiß, die habe ich eben gerade im Laden gekauft. Von 3/2019. Siehst du das da? Man sieht das nicht. Muss ich jetzt Licht halten. Da. Da. So was kriegt man hier bei uns. Wir leben ein bisschen hinterhältig, aber gut. Also, Premiere, unser neuer Zauberstab. Seid ihr aufgeregt? Ja. Der macht dasselbe Geräusch, ich spreche zusammen. Das ist doch der gleiche, oder nicht? Nee, der ist ein bisschen anders. Der ist ein bisschen anders, oder? Aber wo ist denn unser anderer? Draußen. Dass wir vergleichen können. Draußen. Wo ist denn draußen? Warte, du kurz. Das ist ja dunkel, da wird er keinen Ort. Lass das an. Das ist ja. Geil. Der ist auch anders. Leute. Jetzt. Der ist auch anders. Guckt mal den an. Ja. Der hat aber schon ein bisschen was abbekommen, glaube ich. So. Der Geräusch ist gleich, aber ja, wir sind ein bisschen unterschiedlich. Ja, ja. Der hat hier schon gelitten. Der hat gelitten. Der hat gelitten. Da seid ihr auch schon. Sehr geil. Die Krone ist dann noch. Ist geiler. Ja, oder? Die Krone ist dann noch. Den werden wir jetzt versteigern. Den versteigern wir jetzt für guten die Legende, Zweck. Die Legende. Für guten Zweck, das heißt. Oder Harry Schuppen. Für Sekt und Wein. Ich glaube, Harry Schuppen versteigern wir den. Ja, Harry hat ja 50 Euro geboten. So, wir müssen gleich los. Ja, Mama. So, alles gut. Also wir wollten euch das nochmal kurz präsentieren und melden uns gleich bestimmt nochmal von unterwegs. Yes. Ja. Ciao. Ciao. Wir sind jetzt doch nicht in die Stadt gefahren, haben aber einen tagesaktuellen Test in Stockelsdorf schnell gemacht
und sind jetzt hier im Donna Rosa, eines unserer Stamm-Italiener. Das sind die beiden. Und wir haben drei Gerichte, A extra Wurst. Jordan extra Wurst Steak, Marisa Filetsteak extra Wurst und ich Filetsteak auch extra Wurst. Alles, wie es nicht auf der Karte steht, aber mein Freund Jimmy, dem das Restaurant gehört, der das hier betreibt, der macht das immer vor uns. Wir haben hier schon geil Geburtstag gefeiert und so weiter. Und kann ich nur empfehlen, Stockesdorf ist auch, glaube ich, nur noch, ist auch nur noch der einzige Italiener, glaube ich, Stockesdorf, ne? Der andere ist pleite. Ja, ist der einzige Italiener, aber Astrein. Geht manchmal so ein bisschen runter, er macht auch so keine Werbung. Aber mir schmeckt es immer super. Ich zeige euch nachher mein Essen. Ich freue mich richtig drauf. Er hat gesagt, ich kriege ein extra großes Steak. Er ist extra in die Küche gegangen, hat geguckt, ob der Koch das schon vorportioniert hat. Aber es ist noch nicht vorportioniert und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Freue mich jetzt schon drauf. Richtig geil. So. Ja, kannst mal sehen hier, Spielberg. Das ist der Salat vorweg, will man nur mal sagen. Mega lecker. Ne? So, guten Appetit. Dankeschön. Jordan hat auch Foto. Guten Appetit. Man muss ja sein, wenn man angeben möchte, ne? Wenn man angeben möchte, kann ich totlachen. Leute, ich freue mich auch auf mein Essen. Marisa isst schon. Ich habe Instagram. Viel zu heiß. Ich habe Instagram noch gemacht. Hier, also das Jordan Steak. Ja. Ne? Du hast einen Rumsteak. Ja. Marisa hat Filet mit. Spaghetti Aioli. Öl Aioli. Ah ja. Also heißt ja Öl und Knoblauch. Auf jeden Fall sehr heiß. Also, naja, egal. Ich habe gerade den Gaumen verbrannt. Also guck dir mal, was ich hier für ein Filetsteak bekomme. Das ist, wenn man sich mit dem Chef gut stellt hier, mit Jimmy, dann wird man hier gut bedient, Leute. Tut mir leid, ich muss ausmachen, ich habe Hunger. So, moin Leute, es ist schon 23 Uhr. Ach so. Marisa und ich pokern. Marisa liegt da, die hat heute aber gut Geld verzockt. Richtig Geld verzockt. Die hat gut Geld verzockt. Oh, ich habe Dame König, da gehe ich voll mit. Ich muss da Videos angucken, um meine Chips zu kriegen. Ja, ist gar keine mehr? Gar nichts? Total pleite? Oh, du warst bei fast 20 Millionen Chips. Oh, ich habe noch 18 Millionen oder so. Ich habe heute so viel verloren. Marisa. Gibt's euch an solche Tage? Ja, also die Hunde waren auch schon draußen, Kamin ist auch aus. Die schlimmste Kerze, aber es riecht die ganze Zeit jetzt nach verfaultem Obst. Ups, findest du dich an? Ja, ein bisschen. Es riecht wie faules Obst. Ja, ist leider. Ich suche schon die ganze Zeit immer diese Fruchtfliegen. Ja, es ist leider. Es riecht nicht absonderlich schön. Ja, und wir haben jetzt gepokert, haben gut gegessen. Und dann gucke ich gerne Larry David, Curb Your Enthusiasm. Oder auf Deutsch heißt es Lass es Larry. Kann ich mich totlachen drüber bei Sky. Ist in Deutschland aber nie so richtig gut angekommen. So, jetzt muss ich passen hier. Also Leute, es reicht. Wir verabschieden uns mit einem... ja, also morgen wird ein langer Drehtag, Machtag und so weiter. Nehmen wir euch natürlich mit. Leute, wir sehen uns morgen früh. Dann Marisa, willst du dort noch mal was sagen? Ich muss gerade mir die Videos angucken, damit ich wieder neue Chips kriege. Gut, ich kann hier passen bei meinem Blatt. Und dann geht's jetzt auch gleich ins Bett, mein Spatz. Kannst du da neue Videos angucken, da noch ein bisschen pokern. Gute Nacht, Leute.